Danko называется. Данко. Данко эсма шёл. Даниэль. Данко. Na? Der Pferdewagen hier. Ja? Ich wollte euch mal zeigen, wie hier so ein Pferdewagen gemacht ist. Hier ist solche Stange. So, jetzt. Und hier haben die Befestigung gemacht. Eine in der Mitte, den Einpferd. Und zwei an der Seite hier, da und da, sind zwei Pferde gemacht. Hier hat er alles selber gemacht. Wir so zusammenrubeln, ja? Hier so. Ah ja, nicht mehr, Koni. Material ja schon mehr, aber was stupid gemacht. Selber Reifen gemacht. Und jetzt geht er, hat er gesagt, er geht Heu holen mit dem Auto. Hat sich seine Sense mitgenommen, ein bisschen, und geht Heu ernten. Also, wie bude kosete? Wie bude kosete i provesu do domu? Za korova, svije? Bude kosete zaraz? Ah. Ja, ganz einfach. Diese Bretter hier, die hier sind, die kann man auch rausnehmen. Deshalb haben die hier so Griffe dran. Hier. Und hier, das hat er dran gemacht, diese Stangen, diese Birkenstangen, damit mehr drauf passt. Ganz einfach. Schön Brett zum Sitzen. Fertig. So, hier kann man es nochmal besser sehen. Diese drei Haken. Ne? Für zwei Pferde, hinten und vorne. Und in der Mitte halt dieses, wo das Pferd dran ist. Ja, sehr schönes Pferd. Sehr schön. A skiki roki maješ konik? 15. Schon 15 Jahre alt. A skiki može bute? 20? 25? Oho. 35 Jahre können die Pferde arbeiten. Oder leben. Oh, Natalia. Oh, fein. Natalia gibt ein bisschen Brot. Oh, da wird sich der freuen. Der Wiener Bewohner? Wien. Wien, wo meinst du ja, nur noch. Danko. Danko, ess mal schön. Daniel. Danko. Ну правда, зараз ліпше коник, як трактор. Viel besser jetzt mit dem Pferd. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir unsere Ziegen erstmal anbinden, nicht dass sie hier wieder Theater machen und abhauen. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.